Hallo und herzlich willkommen bei Time to 2 mit mir und Mars. Ich glaube, die Konstellation hatten wir noch. Bei einer Rutsch hatten wir ja. Einmal. Mhm. Aber das war noch bei Tom zu Hause. Das war aus der Not heraus. Bei Tom zu Hause, das ist einfach ins Zimmer gegangen. Und er wurde krank plötzlich. Mhm. Er hat plötzlich ganz tolle Kopfschmerzen und Halsweh gekriegt. Kennt man ja, ne? Ja, und dann ist er gegangen. Und jetzt ist er auch gegangen. Aber aus anderen Gründen. Und wir dachten uns, ein Spiel, ein unterschätztes, oder ich dachte mir, das ist ein unterschätztes Spiel und du dachtest dir, das wollen wir mal ausprobieren. Es soll eher so mittelmäßig sein, habe ich so im Hinterkopf gehabt. Ja. Aber du sagst, das ist unterhaltsam. Ich habe das echt gern gehabt. Ich glaube, ich finde, das ist einer der besten Third-Person-Shooter auf der Generation. Und das will was sein. Also, ja. wenn du das so sagst. Das ist, du hast doch gesagt, vom Yakuza-Macher, das finde ich ja auch interessant. Also. Intro. Oh. Orders from the International Robotics Technology Association Executive Office. 42 hours ago, the IRTA Council approved Rust Crew deployment to enter Japan covertly and investigate reports of Amida Corporation's development of human-like robots. Your orders are to enter the Tokyo Bay seawall and infiltrate the lower city slums. Rendezvous with the other national squads and head for Amida. Ja, also Japan ist eine covert operation without the awareness or consent of the Japanese government. You may engage local forces in combat, but IRTA will disavow any involvement. Good luck and Godspeed. Warte mal, Japan sind die Bösen? Oder ist Japan überrannt worden von irgendwelchen Robotern? Nee, wir sollen nur eine Corporation, die Armada Corporation in Japan. Aber Japan soll das irgendeinem Grund nichts von erfahren, das weiß ich jetzt auch nicht. Gerade seinen Hintern in die Kamera gestreckt hat. Kurz sicher war, das muss ein Female Character sein. Welcome to Japan, brother. That's my welcome, your ugly ass. Ha, okay, witzig. Where's all my dancing geisha girls? You ain't seen what I'm wearing under this wetsuit. Das Bo, das ist der beste Kind aller Zeiten. Überhaupt nicht, ist nicht fairhaft. Das kommt, Japaner dürfen das selbst. Ja, stimmt, Entschuldigung, hast du recht. Aber okay, also wir gehen jetzt. Du bist noch ein bisschen von Metal Gear auch mitgenommen, muss man auch sagen. Ja, ich versuche nur gerade zu verstehen, was jetzt der Ausgangspunkt war. Ob Krieg herrscht oder so? Die Armada Corporation hat Roboter gemacht, die aussehen wie Menschen, was verboten ist. Ja, okay, dann habe ich das gerade nicht mitgekriegt. Ja, und quasi die ganzen Nationen haben das genehmigt und Japan hat irgendeinen Grund, ich weiß jetzt nichts davon. Ja. Okay. Ja, wissen Sie, die Deutschen sind auch dabei, ich habe gerade gesehen. Ja. So, das ist so ein dickes Ding gewesen. Mit Kinect. Ja, und mit einem anderen Mikro. Was wir natürlich ignorieren. Okay. Überraschung. So, guck mal, ich halte jetzt einfach LB und bekomme dann angezeigt einfach Adas. Okay, kann man machen. Müsste man dann tatsächlich sagen, I got it, oder? Ich weiß es nicht. Hm. Ja. Was ist next? So, das Schöne ist, deine Interaktion mit den Teammates beeinflusst deren Trust zu dir und sowas, was Einfluss auf die Geschichte nimmt und alles so schöne Sachen. Okay. Ja, lass mal erklären. Ist lange her. Ich erinnere mich dezent. Ich weiß gerade nicht, ob ich es selber gespielt habe. Ob ich es nur gesehen habe. Wenn Gronkh dazu ein Let's Play gemacht hat, hat er es bestimmt gemacht. That's it. Aber wenn, wird es eher Sarazar gewesen sein, wie Football, deswegen glaube ich ehrlich. Was hat er denn direkt davor gemacht? War das ein Yakuza oder war das? Ich glaube, nur Yakuza und nochmal kurz das und wieder Yakuza gemacht. Okay. Das war wohl einmal, wo Sega ein bisschen Geld haben wollte. Wo kommerziell erfolgreich war das nicht, ne? Das nicht, um Gottes Willen. Da hatten sie auch keine Werbung für gemacht, nichts. Und das, obwohl es echt spektakulär auch groß oftmals ist und so. Ja. Was für ein Sein? Das Sein? Nee. Da alles andere Sein. Auch das Sein muss sterben. Nice. Sure glad you're on our side. I rock. Ja. Finde ich immer gut, wenn irgendwelche super Einsatzkräfte irgendwo hinkommen und erstmal wieder. Das ist eine Pistole. okay. Oh, das war so eine Reihenanimation. 2000. Achso. 10. 10? Nee, 12. Ah, 12 hast du gesagt, 2002. Für 2010 ist etwas anders ausgesehen. Oh, weh. Elegant. Yo,
I was wondering, what are your plans after this is all done? Läuft gerade ein bisschen entenhaft, ne? You're a bit of a player. Oh. That animation. Definitely. Das sagen, das wird doch hören. Yeah, I knew it. Same as it ever was. Well, so ein bisschen wie Crisis Coveranzüge. Ja, ein bisschen, doch stimmt. Ich meine, auch die Weise waren jetzt nicht super kreativ, aber. Ah, nimm das Tür. You rock, Big Bo. I love you, Big Bo. Marry me, Big Bo. War das auch der Hamburger Rapper? Was? Ja, so, und so könnte ich halt jederzeit im Auge. Ah, okay. Ja, ich bin soweit. Oder heißt der No Bo? Nee, Big Bo heißt der hier. Big Bo. Beetle to the base. Current position 35 degrees 6356 seconds by 139 degrees 7724 seconds. Ah, thanks, Major. Now, how about in English? You're nearing the target infiltration point, smartass. It's less than a click ahead of you. Yeah, we're approaching now. Shouldn't be a problem. Remember, once you're inside the seawall, maintain radio silence. We'll cut this link once you're through. Any famous last words? Yeah, tell your mama I love her. Big Bo ist der Beste. Ja, das ist Boateng, weißt du schon, ne? Oh. Boateng. Ja, wie der Fußballer. Spielt auch Fußballer. Er spielt wie die Fußballer. Die Boatengs, ja. Boateng ist die Mazda. Ja, ein Boateng, zwei Boatengs. Boatenge. Boateng. Oder Boateng mit Ä. Boateng. Ein Boateng, ein, zwei Boateng? Ja. Nee. Ein mit Ä und A. Alter, seine Augen. Boatengini. So, okay. Ah, sich nicht gut versteckt. Haben sich nicht gut versteckt. Ach, Wyden hätten sie trotzdem nicht gesehen. Ja, stimmt. Oh, Jesus. So viel zur geheimen. Busted already. Got a visual on 6. 7. They're flanking us. Major, we're under attack. How about some ground support? This is what we pay you for, Boateng. Just get to that rendezvous point. You're expecting anything different? Not since they started sieht calling so ein bisschen you aus wie Standard Shepard. Der Standard Shepard. Der Dan, ja, voll, ja. Obwohl der Standard Shepard sieht ja auch aus wie Standard. Ja, ja. Alles. Oh, okay, kleine Disco-Kugel rausgeschossen. Aber das ist auch so eines dieser Dinge, das Trefferfeedback in dem Spiel ist so besser als in jedem anderen Shooter. Okay. Da würde dieser Roboter in 1000 Teile zerfliegen und ich liebe das. Mhm. Etwas in 1000. Oh, ja. Japan. Dan, those things are bad news if they get too close. Stop them by shooting their legs. Okay. Das sind schon die besten Soldaten-Roboter. Achso, wenn sie sehen, dann ein bisschen anders. Ah, okay, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Jetzt habe ich aber nur die Beine kaputt gemacht, ne? Also noch nicht. Noch gar nicht richtig. Boah, krass, muss ich erstmal wieder reinkommen. Das war ganz kaputt, ist nicht doch nicht. Ne, selbst wenn die Beine kaputt sind, lebt er noch. Also lebt, in Anführungszeichen. Ist ein Roboter lebendig, ne? Who knows? Aber eine Frage, die hier gefragt wird. Die hier gefragt wird? Womöglich. Okay. Ah, richtig, das war das geile Ding. Wenn ich den in den Kopf. Ja, ja. So Zeitlupe und nah dran? Nee, Oh, warum bin ich gerade so schlecht? So, und jetzt weiß er nicht mehr, wer er ist. Und schießt natürlich sofort auf alle anderen. Ja. Verstehe. Oh, so, er hat gesessen. Oh Gott. Bo, help mir. Bo, help. Ach so, der kam da rumgekrabbelt. Oh, krass. Ah, ne, ich kann mir selbst helfen. Alter. Das läuft. Okay, das war schlecht von mir. Naja. So, und dann habe ich halt später so Präzisionswaffen geholt und mir halt immer die Köpfe weggesprengt und dann haben die sich halt immer selbst zerschlachtet. Ist immer lustig. Das sieht ja wirklich nach Spaß aus. Rambapapapam. Komm. Ha! Gears of Wars mit Robotern nur. Fuck ohne. You. Bam. Oh, ah, oh, 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 ha, hi. Ja, ja. Kann man die kaputt schießen? Ja. Alter, das ist gerade nicht gut, was ich mache. Big Bo, charge. Helf mir mal. Mach mal. Oh. Er ist gecharged. Er lebt noch. Dreht. Kaputt dreht. Kann man hier unten gucken. Ja. Katsch, Schlatsch. The player's soul rifle can build up energy that is then released as an extraordinary power called the shock bust. Und wie? Ja, ach, hier war's, genau.
So, let's auf, da oben rechts. Ja. Und dann, ja, hab ich gemacht. Aha. RB. Und jetzt will ich Bam sehen. Naja. Okay, das ist eher so semi-beeindruckend. Ja. Boah, Alter, ich kann ja gar nicht mehr zielen, was ist denn hier los? Ja, ich bin auch gerade ein bisschen irritiert. Ja? Das kenne ich nicht von dir. Was hat? Die Leute. Da ist schon ein bisschen was los jetzt gerade, ne? If you take one of your teammates, your trust level with the tube will drop, and the trust level is low, the teammate may not follow Dan's orders, and the combat effectiveness may decrease, make sure to handle the situation so you don't lose trust. Ja, sorry, dude. Sorry, Bo. Ja. Ach, der ruft Reinforcements. Das ist so ein bisschen das Terminator-Spiel, ja, das es nie so gegeben hat, ne? Beziehungsweise, das war das letzte. Terminator 3? Ah, ne, Salvation. Salvation. Der Film war schon nicht gut und das Spiel war ja wohl noch größere Würze. Eine gute, schöne Zeit für Terminator-Fans war das. Ja. Aber jetzt wird ja alles besser, jetzt kommt der neue auch wieder mit Arnie, das wird bestimmt ganz gut. Ja, toll. Das sieht auch richtig gut aus. Naja. Das war nicht erstmal. Ja, mal gucken. Ist das hier? Eine Schrottfliege. Nee, okay. Noch eine Assault Rifle. Also mit dem Covered Operation hat es eher so mäßig gut funktioniert, ne? Ja, aber wird schon noch. Hm? Ja! Oh, okay. Wird schon noch. Oh, das sieht ja aus wie heißt der, Ivan? Ne, wie ist denn der aus? What? Aus dem, hat er da oben? Aus Don't Panic. Oh. Was, da warst du? Ach, egal. Vielleicht hat es ja jemand erkannt. Aus Panic? Was? Nee, schon gut. Okay. Schon gut. Eine Reise durch die. Nicht Y halten! What you doing? Der hat mir Y angezeigt, ich hab Y gedrückt, aber dann guckt er zurück. Aber du kannst doch trotzdem geradeaus weiterlaufen. Nee. Echt nicht? Hab ich gerade gemacht. Achso. Dann ist das nicht so der beste Knopf. Age before beauty, my friend. Everyone's a goddamn chameleon. Okay. Swim. Ist der Helm auch? Oh, Kamera. Doch, da. Der hat so einen Helm ja integriert. Was ist das? Was ist das denn für Wasser? Hä? Zieht das Wasser um dich herum runter? Ich weiß ob. Ja? Ja. Weil du sonst so schwer bist? So ein Gravity, Anti-Gravity. Wow. Don't try to explain this. Nope. Oh, Stealth Section. Hör einfach bei ihm. Ja. Bo weiß, was geht. Don't leave me, Bo! Bo könnte das auch alleine, aber Bo ist so ein guter Typ. Das ist ja wie Metal Gear Solid 2. Ja, stimmt. Deswegen spielst du es auch. Warum kann ich mich bewegen? Achso, ich tauchen muss. Wie? B. Oh, sag mir das ein bisschen später vielleicht noch. Das war ein bisschen, das war fast, also, wow. Alter. B! So nett ich Luft, ja, ne? Ja. Ja. Anscheinend, das ja. Das sieht voll komisch aus, dieses Wasser. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen eigene Physik. Na, wo bin ich? Da. Es dauert immer so, wenn ich es losgelassen habe, dauert es immer noch ein paar Sekunden. Ja. Gerade wieder angefangen, ein bisschen Spec Ops zu spielen. Oh, schön. Schon wieder. Ja, ich spiele es mal so wieder mal, wenn ich nichts zu tun habe. Das kann ich verstehen. Ist irgendwie, ich habe auch einen PC jetzt auch, da will ich es auch nochmal. Ja. Ah! Ich glaube, Bo ist da mitten durchgeschwommen. Und da geht's, oder was? Das geht auch so langsam, aber. Wo ist denn Big Bo? Der taucht auch gerade. Okay. Nee! Das ist. Okay, jetzt go. Wo bleibst du? Ah! Oh Gott. Big Bo ist schon da. Ah! Big Bo cheatet sich einfach durch, ey. Bo, du bist ein Arschloch. Don't give up. Jetzt. Ja, jetzt aber der rechtet mich dann noch. Ja, das stimmt. Ja. Oder auch nicht. Du hast nur noch 58. 57. Da hinten. Boah, ist doch knapp. Ah!
Egal, Big Bo taucht auch nicht. Was kann ich nicht mehr. Das ist langsam jetzt. Alter, ah, läuft. Das war aber eher so Glück. Naja, auch ein bisschen können, bestimmt. Ja, ja, mein tiefgehendes Binary Domain können war das. Da ziehst du aus den Hosentaschen erstmal diese Dinger.